Yo, hey Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video in der Videoreihe Kai Q&A. Diesmal sind wir bei der Präsentation des Sounds, und zwar der reine Sound. Das letzte Video hat sich mit Bild und Ton beschäftigt, dazu auch noch die Atmosphäre, also eine Kombi aus beidem. Jetzt ist es wirklich nochmal getrennt, mal mehr, mal weniger, natürlich verschwimmt das immer mal. Erste Frage. Auch wenn der Revolutionstrack von Gothic 3 aufgrund eines Bugs viel zu oft abgespielt wird, halte ich ihn für einen der besten und epischsten Songs des Soundtracks. Was meint ihr dazu? Kai hat geantwortet, vielen Dank, mein Favorit von Gothic 3 ist Vista Point. Der Revolutions-Soundtrack ist im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, was er jetzt mit Bug meint, weil immer, wenn man eine Stadt befreit, wird er halt abgespielt. Und ansonsten nicht, keine Ahnung. Nächste Frage, wenn du vorhast, noch ein paar Tracks für das Remake zu erstellen, nachdem du die bestehenden verbessert hast, habe ich ein paar hervorragende Empfehlungen für Orte, an denen dein erstaunliches Musiktalent von Nutzen sein könnte. Vielleicht liegen sie ja auf der Hand. Der Strand mit dem Piratenschiff, die Bergfestung, der Nebelturm und sein Verlies, die alte Festung, die Klosterruine, Xardas neuer und alter Turm und natürlich, falls sie ihren Weg ins Remake finden, die verlassene Mine und die unterirdische Orkstadt. Kai hat darauf geantwortet, die meisten dieser neuen Stücke existieren bereits, eigentlich alle außer dem Schiffswrack. Einige sind noch zu kurz, weil sie nur für interne Zwecke gedacht sind, aber ich habe sie alle auf meiner Karte. Vielleicht füge ich das Schiff hinzu, wenn der Ort ein wenig erweitert wird, um das zu rechtfertigen. Der Soundtrack in Gothic 1 ist ziemlich kultig, denkt man an das alte Lager, freie Mine, Nacht in der Kolonie und so weiter. Wirst du versuchen, dich so nah wie möglich an die Originalmelodien zu halten, oder nimmst du den Original-Soundtrack nur als grobe Inspiration, oder versuchst du sogar etwas ganz anderes zu machen? Ich werde mich sehr eng an das Original halten. Die gesamte alte Musik wird in der Neuauflage enthalten sein, mit neuen hochwertigen Arrangements. Aber es wird noch viel mehr geben. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich finde, dass die alte Musik wirklich total passend ist, und wenn es im gleichen Flair wieder rauskommt, gibt es da überhaupt nichts einzuwenden. Werden die Umgebungs- und Kampfmusik während der Wechsel dynamisch sein? Kai antwortet, ja, auf jeden Fall. Bist du nur am musikalischen Teil der Entwicklung beteiligt, oder hast du auch Einfluss auf andere Bereiche wie Spieldesign, Story, Grafik und so weiter? Wenn das der Fall ist, wie können wir uns das vorstellen? Bist du eine Art Berater? Kai hat geantwortet, Musik und Sounddesign. Und für das Sounddesign wird er sich später noch Unterstützung holen. Nächste Frage. Eine Frage ist speziell an dich. Jemand hat bereits gefragt, ob du einige der Alpha-Tracks für den neuen Original-Soundtrack wiederverwenden wirst. Also möchte ich diese Frage noch ergänzen, indem ich dich frage, ob du vielleicht in Betracht ziehst. Alte Tracks, die für The Old Camp World in der Version 0.9.1 des Spiels komponiert wurden, neu aufzunehmen. Sie wurden im endgültigen Spiel nie verwendet. Dieser Link hier enthält dann so ein Lied, und er ist besessen von diesem Stück und würde es gerne fertig hören. Es ist eine Pop-Version. Antwort, danke, dass du und in Klammern die anderen, die die gleiche Idee hatten, mir diese Idee vorgestellt haben. Irgendwie gefällt sie mir. Ich meine, es wird eher ein Osterei sein und die Mehrheit wird nicht einmal bemerken, aber wir werden es vermerken und schauen, ob es halt umgesetzt wird. Du hast geschrieben, dass du die Soundeffekte nicht direkt aus den Original Gothic VDF-Dateien wiederverwendest, sondern sie manchmal aus den Originalquellen nimmst. Viele der Original Monster-Soundtracks aus Gothic 1 und 2 stammen aus Soundbibliotheken. Der hat jetzt hier noch relativ viel rausgesucht gehabt und hier und dort und verlinkt und alles. Ich habe das mal entfernt. Kai hat dann darauf reagiert, wow, du hast definitiv gut recherchiert. Das ist genau die Art von Quellen, die ich meinte, als ich sagte, dass ich einige der originalen Quellen verwenden soll. Das Problem bei diesen Quellen ist, dass sie null Varianz haben. Von jedem Sample gibt es eine oder zwei Versionen, aber ich muss sie strecken und einer ganzen Kreatur mit all ihren Verhaltensweisen, Aktionen und Umgebungsanimationen eine Stimme geben. Ich werde also die Originaldateien als Richtschnur verwenden, sie aber mit neuen Sounds mischen, über die ich mehr Kontrolle habe. Du hast geschrieben, dass du die Soundeffekte nicht direkt aus dem Original, genau, sondern sie waren...
Ah, okay, das ist die gleiche Frage. Ah. Okay. Interessant, ja gut. Dann können wir einfach die Zeile löschen. Zack. Ja. Naja, Fehler passieren natürlich immer mal. Also von daher weiter geht's. Niemand ist perfekt. Das war wahrscheinlich ein Copy-Paste-Fehler. Eine kleine Frage zur Musik. Es besteht kein Zweifel daran, dass jedes Lager versucht, eine ganz bestimmte Stimmung zu erzeugen, als es die jeweilige Hintergrundmusik-Ambiente geschaffen hat. Kannst du uns etwas über den Denkprozess erzählen, das bei der Schaffung dieser Kulissen ablief? Er hat geantwortet, ich verstehe meine Rolle als Komponist folgendermaßen. Meine Musik spricht die Spieler durch Emotionen an. Sie ruft bestimmte Stimmungen und Gefühle hervor, die dann mit den Orten in Verbindung gebracht werden. Mein Ansatz besteht also darin, die emotionale Kernbotschaft eines jeden Ortes herauszuarbeiten und Wege zu finden, sie in Musik umzusetzen. Die Wahl der Instrumente, Harmonien und Melodien ist zu 100% auf diesen emotionalen Kern ausgerichtet. Kannst du den Soundtrack von Gothic 1, besonders vom alten Lager, Gothic 2, Corines Hauptthema und Gothic 3 Vista Point auf Spotify hochladen? Er antwortet, das kann ich nicht. Ich besitze keine Rechte, aber die meisten Rechte sollten jetzt bei THQ liegen. Und ich werde sie weiterhin bitten, die Musik zu veröffentlichen. Vielleicht eines Tages. Hier ist eine interessante Frage, die gestern zu spät kam. Gibt es Bestrebungen, mehr In-Universe-Musik zu machen, die von den NPCs in der Kolonie gespielt wird? Akustische Gitarren und Lautenlieder oder der Butler-Arbeitsgesang? Im Grunde wie die Gitarrenlieder, die die Leute in Stalker gespielt haben oder die Lieder, die die Skalden in Skyrim in der Taverne gesungen haben. Ein paar originelle Lieder mit Texten, die zum Ton und zum Setting der Welt passen. Vielleicht verstecken sich darin auch Inhalte, die man im Hintergrund hören kann. Wie zum Beispiel die Butler, die am Abend auf dem Marktplatz eine traurige Ballade im Gulag-Stil singen. Ein Shanti im Stil eines Arbeiterchors, den die Schürfer in der freien Mine singen. Sachen, die du mit der Gitarre zu Hause spielen könntest und die Leute auf YouTube covern könnten, um die virale Werbung zu bekommen. Es gibt diesen Barden auf diesem großen Fantasy Lab in Deutschland und er spielt Vista Point häufig auf einer Flöte. Dieser Typ braucht neue Lieder. Wir hatten diese Idee auch schon mal, aber da du der Mann bist, der für die Musik und Sound zuständig ist, müssen wir dich einfach überzeugen. Ich habe es gerade nur größer gezogen, weil es mich stört, dass es hier abgeschnitten ist, aber es ist abgeschnitten, weil dann hier die Scrollleiste kommt. Naja. Kai liebt diese Idee und er spielt schon lange oder eine Weile mit ihr. Er findet, das ist eine Herausforderung, weil es über mehrere Disziplinen hinweg zum Laufen gebracht werden muss. Also er kann an der Stelle noch nichts versprechen. Genau, und das wäre es so gesehen schon zur Präsentation Sound. Wie immer findet ihr die Fragen, den Link zu den Fragen auch nochmal in der Videobeschreibung. Und damit würde ich mich an der Stelle recht herzlich von euch verabschieden und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, euer Xadas, bye bye. Aber eins steht fest, wir werden uns wiedersehen, wenn du den Kanal abonnierst und die kommenden Videos verfolgst.